So, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit willkommen zurück zu Let's Play Your Level. Heute haben wir wieder einen ganz speziellen Hack. Es ist mal kein Kaiser-Hack, also dass ihr dann irgendwann ausschalten müsst, ne? Es ist die Marios 100 Challenge. Und es ist ein hartes Spiel, basiert auf Super Mario 3, ist auch in einer Demo, aber ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Ein bisschen härter, nicht Kaizo hart, aber hart. Kann man ja mal machen und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Aha. Okay. Ich benutze Z Super NES. Das ist wahrscheinlich das Problem. Also ihr seht, hier gibt es schon ein kleines Problem, weswegen ich jetzt hier einen Cut mache und auf die andere Version umswitchen muss. Kleinen Augenblick bitte. So, ihr habt gesehen, mit dem anderen Emulator funktioniert es. Und ja, hier haben wir auch wieder schöne Grafikeinstellungen. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Welcome. In this hack, Mario only has 100 seconds or less to beat the level. This hack is still work in progress, so there may be few issues. Okay. Und es sieht aus wie ein Super Mario Bros. 3 Hack, wie ich auch schon angekündigt habe. Und hier haben wir das Tutorial. Boah, geil! Moment, kann er hier auch den Wandsprung? Tatsache. Cool. Yay! Oh, fail. Okay. Ich muss nochmal mit dem Sprung. Speichern üben. Also wie gesagt, ihr seht auch, ich bin jetzt als Super NES 9X umgestiegen wegen diesem Hack. Aha. Komme ich da komplett hoch? Jawohl. Das ist ja cool. Wow. Was haben wir denn da oben? Ah, will ich da jetzt ran? Für die Wissenschaft! Nein! Ha! Ist eine coole Idee. Ah, die gehen so kaputt. Einen Spin-Jump gibt es immer noch. Oh, ich liebe das so mit der Musik. Das ist meine Lieblingsmusik. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon, wenn ich dann endlich die New Super Mario Bros. Reihe durchhabe. Weil ich wirklich ein Riesenfan von der Super Mario World Sache bin. Wow. Hallo. Warum will er nicht raus? Wow! Mancha-Style oder was? Alter! Boah, ich bin so begeistert hiervon. Das macht mir gerade einen riesen Spaß, ey. Okay, und wie kommt das jetzt runter? Nee, damit nicht. Ja, gib's doch her. Wie ging denn das jetzt hier?
Naja. Also eine gute Mischung aus Mario Brothers 3 und Super Mario World. Gut, Grass 1. Und wir haben genau 100 Sekunden. Okay, wir müssen uns also beeilen. Monty. Monty! Ah, komm. Wir brauchen jetzt keinen Chuck. Wir haben 100 Sekunden Zeit. Ah, Mist, die fallen nicht runter. So, ihr fällt auch nicht runter. Ja, nee. Seems legit. Ihr müsst auch irgendwo mal Zeit geben. Oh nein. Wow. Hier hoch. Wow. Ahaha. Das ist mit der 100 Sekunden Challenge gemeint. Okay, gut, laufen wir. Laufen. Hier laufen wir. Gar keine Zeit verschwenden. Wow. Dann springen wir hier lang. Hier hoch. Alter, hier haben wir echt kaum Zeit. Nein, jetzt habe ich... Na, no. Komm her, Monty, komm. Wow, warum hat... Wo kommt dieser Mega-Lag her? Puh. Also 100 Sekunden hat man für ein Level Zeit. Ist eine Nummer. Aber ist schaffbar. Ich bin mal neugierig, wie es jetzt weitergeht. Aber genau so viele Sekunden werde ich brauchen, um den Corti seine Level spielen zu können. Lucky du. Oh, verdammt. Boah, Lakito schon wieder. Ah, ah. Chuck. Oh, nee, ne? Boah. Das kostet alles Zeit. Oh mein Gott, wer vorher nicht speichert, der ist echt selber schuld. Ich war fast durch. Na komm. Einmal speichern. Das gibt es nicht. Komm, Lakito. Alter! Blöder Lakito. So. Das gibt's nicht. Alter! Dieser blöde Lakito. Nein!
Alter, ich hatte ihn doch erwischt. Schon wieder habe ich ihn erwischt. Wieso? Ich hasse ihn. Hä? Das gibt's nicht, den erwischt man nicht. So. Gut. Ey, Lucky, du kannst mich jetzt mal sowas von... Nein, was habe ich getan? Ich wollte eigentlich die andere... Na. So. Ja, ist klar, Lucky, du, ist klar. Ey. Das gibt's nicht. Gut. So, jetzt holen wir uns hier die Blume. So, wow. So. Moment, ist das da unten Wasser drin? Oh. So. Ja, komm. Der ist nicht gesprungen. Na komm hoch. Warum springt er denn da nicht hoch? Das gibt's nicht. Ich glaube, ich muss hier dann echt nochmal was an den Einstellungen gleich ändern. Das ist nämlich hier gerade nicht so schön, dass er es nicht erkennt. Ich habe jetzt auch keine Lust auf die Feuerblume. Der kann hier mit multiplizierten Knöpfen nicht arbeiten. So. Jawohl. Warum machst du das? Der springt da nicht. Da haben wahrscheinlich jetzt andere Controller ein paar bessere Vorteile. Na komm hoch, hier, seht ihr, er will nicht hoch. Ich drücke. Nee, macht er nicht. Wartet mal kurz. Ich muss mal hier einen Break machen, wie immer. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt sollte er es eigentlich erkennen. Jetzt habe ich es auch so geschafft, aber trotzdem. Es geht ja ums Prinzip. Ja. Hier runter, komm. 16 Sekunden haben wir noch. Und wieder die 22. Also wenn man den Super NES 9X nicht richtig eingestellt hat, dann ist das wirklich... Toads Haus, mal gucken. Hä? Ernsthaft? Okay. Wahrscheinlich hätte ich die Nachrichtenbox lesen müssen. Nun gut. Grass 3. In Rot. Au. Ich kann jetzt bloß nicht laden, weil ich noch nicht gespeichert hatte. So. So. Wow. Okay. Hier sind wir sicher.
Wow. Wow. Jetzt möchte ich mal gucken, was hier unten ist. Nix. Aha. Ah, ab 100 Münzen gibt es dann hier so ein Bonusding. Aha. Alter. So. Ja, wie kriege ich den jetzt? Ah. Mit L oder R? Wow, Big Bro, oder wie der heißt. Nee, komm. Ernsthaft? So. So, und jetzt machen wir es. Jetzt fliegen wir einfach rüber. Ha. Gecheatet. Und wieder 22. Also ihr seht, die 22 regiert. Ah, das ist ein geheimer... Ah, weil es geheim ist. Und jetzt geht's ins Wasser. So, hier fliegen wir auch schnell rüber. Ah, verdammt. Gut, solange man hier rüberfliegen kann, ist ja alles richtig super. Yay. Aber trotzdem hat er hier immer noch diese Leck-Probleme. Also, sobald hier zu viele Sprites sind, leckt er wie Hürde. Aber hier gibt es jedenfalls auch Punkte. Okay, wir gehen einfach durch. Wir schwimmen nicht unten durch, gar nichts. Und wieder 22. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja jetzt ein Bonusspiel. Mal gucken, wie sie das abgeändert haben. Ah, das ist immer noch gleich. Ach, verdammt. Oh, Mann. Sowas von schlecht. Sowas von mega, mega schlecht. Das gibt es gar nicht. Gut, gucken wir uns jetzt noch Grass 5 an. Nee. Nein, was habe ich getan? Nein. Ja, so. Was? Weil ich über den Rand gesprungen bin? Ach nee, ich habe nur 30 Sekunden. Wie krass ist das denn? Ach du Schande. So. Wow. Nee, Zeit habe ich nicht. Wow. Wow.
Oh, ich hab's überlebt. Halleluja. Oh, nee, ne? Die Zeit habe ich alles nicht. Ah. Dann geht's hier hoch. Ah, 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 ah. Gut. Das ist der geheime Ausgang. Nein. Boah. Komm, I believe I can fly. So. Ich habe jetzt keine Zeit. No time to explain. Nein! Komm. Nein, die Zeit habe ich nicht. Boah, komm unten lang. Ja, ist klar. So. Alles Zeit, die kostet. So. So. Nee, hab ich. Will ich nicht. Oh, verdammt. Boah. Alter. Viel zu viele Dinos. Und viel zu wenig Sekunden. Nein. Oh nein. Okay. Oh Mann. Nein. Das ist echt ein Witz. Boah. Hallo. Aha. So. So. Ah ja. Okay, da ist der Schlüssel für den Geheimgang. Also, es erinnert so ein bisschen an New Super Luigi U. Da ging es ja auch um Zeit. Und hier ist die Zeit natürlich genauso essentiell wichtig. So, hier kamen wir super raus. Wow. Nein, nein. Das gibt's nicht. So, speichern wir mal hier.
Okay, jetzt speichern wir hier. So. Reicht das von der Zeit her? Das werden wir erst am Schluss erfahren. Das ist mir jetzt auch gerade ein bisschen egal. So, wir haben jetzt... Nein. Okay. So, hier durch. Hier lang. Hier. Nein! Warte mal, Moment. Was ist das da für rot? Okay. Gleich haben wir es geschafft. Wow! So. Hier durch. Komm, speichern. Puh, so, das war anstrengend. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls riesen Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt genauso ein auf Zeitdruck-Level bauen, wie auch der Corti es jetzt vorhat, dann schickt es ein an troplay.lpyl@gmail.com. Ich bedanke mich jedenfalls wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und denkt dran, der 11. September ist nicht mehr weit. Ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö.